Servus YouTube, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mit einem Gossip mit einem Sharpie auf der Goldcrest Valley. Hallöchen. Jetzt habe ich einen Sharpie übertönt, oder? Also der ja, ist auch da. Ist egal. Ja, jetzt hört man. Nee, Sharpie, du darfst rein. Ich wollte nur mal ganz kurz den lieben Zuschauern zeigen, wie sie denn die Überladekamera aktivieren können. Und zwar mit der rechten Alt-Taste, als hätte Gossi nicht schon in der letzten Folge gesagt. Da haben wir wieder ein paar nicht aufgepasst, ne? Ja, ich glaube schon. Also ich weiß es nicht mehr sicher, ob ich es gesagt habe, aber ich irgendwann hast du es definitiv erwähnt. Genau. Also rechte Alt-Taste und ihr braucht natürlich Drive Control dazu. Ohne den geht's nicht. So. Wirklich? Horro. Ich habe wieder das Problem, dass ich nicht fahren kann. Oh, warum? Ich weiß nicht, was da los ist. Keine Ahnung. Du weißt schon, Taste W, gell? Nein! Und also, ich drück die ganze Zeit A! Ach, scheiße. Oh, da lenkt er ja nur. Jetzt gibt es ja so ein paar, jetzt habe ich ein richtig geiles Thema, jetzt gibt es so ein paar Vollprofis, die jetzt auch mit dem LS17 wieder neu diesen Simulator als naja, Zuschauerzuwachs und Abonnentenzuwachs sehen, aber halt nichts können, das Spiel eigentlich, glaube ich, selber scheiße finden, nur das kann man, das sieht man, dass die das Spiel scheiße finden, oder dass die Landwirtschaft nicht annähernd interessiert, aber sie wollen einfach nur das Spiel spielen, weil es so quasi irgendwie so ein Gag-Renner ist, so wie quasi Pokémon Go, muss ich mal ausprobieren, voller Rotz, aber ich muss mal ausprobieren, weil es mag ja jeder, deswegen zocke ich es einfach mal, dass ich ein paar Klicks kriege. So ist das jetzt aktuell mit dem LS17. Ich habe jetzt schon heute 3 Kanäle gesehen. Also, Alter, da musst du dich echt, da freuen sich die Zuschauer und machen Jubelschreie, wenn ich frage. Denn so wie die fahren. Okay. Braucht erstmal 5 Anläufe, um den Grubber anzuhängen. Dann fährt er kräftig 5-mal übers Zugmaul drüber oder über die Anhängerkupplung. Läuft. Dann sagt er zum Valtra, es ist ein Challenger. Mhm. Zum großen 400 PSler. Und also so eine Gülle von sich geben, da muss ich schon mal sagen, also bitte, ein bisschen informieren könnte man sich dennoch. Dann ist man so fasziniert, dass auch ein Grubber funktioniert. Ja, aber du musst es so sehen. Ich habe es jetzt erst die Tage gelesen. LS ist mal wieder in den Verkaufscharts auf Platz 1 und 2. Einmal mit der normalen Version und einmal mit der CE. Und irgendwie meinen sie jetzt alle, dass sie das unbedingt spielen müssen. Genau, weil sie haben COD und Battlefield 1 in den Schatten gestellt, das Infinite Warfare, von dem wahrscheinlich bald ein kleines zusammengeschnittenes Video von Malte kommt, das ich auf dem Kanal hochladen werde. Da werdet ihr dann auch mal was sehen von COD. Mich persönlich interessiert es, weil ich halt von dem Spiel gar nichts. Wer scheint denn? Dann habe ich wenigstens jemand, der das zeigen kann. Na, Master Adler, ja, wie gesagt, wie sechst du das, Gossi? Also ich muss sagen, mich nervt es einfach, wenn die ganzen Leute, die keinen Plan haben und das nur als Gag machen und so quasi, weil es halt jetzt Nummer 1 ist. Und wenn es der keine Ahnung, Lochschlag-Simulator wäre, sonst ist ein Lochschlag-Simulator. Ja, es ist mal andererseits, sollen sie machen, was sie wollen. Die sind halt meistens schneller weg wieder, als sie da waren. Von dem her, ich glaube, das muss man relativ entspannt sehen. Es nervt natürlich, weil es teilweise ein falsches Bild auf das Spiel auch wirft, finde ich jetzt. Ja. Also eben. Von dem her, ja, ist schwierig. Das ist echt schwierig. Aber gut, es gibt auch im LS, wobei das Thema will ich jetzt nicht schon wieder anfangen, weil das habe ich jetzt erst in allen meinen Folgen irgendwie zum Saufurdern drin gehabt, was die Mod-Qualität aktuell angeht. Es ist. Ach so. Ja, deswegen, das will ich gar nicht erst anfangen, von dem her. Wir sind beim Status vom LS15 wieder angelangt, beim Niveau. Ja, es ist halt am Anfang schon echt immer ernüchternd. Von dem her, ich bin gerade froh, dass ich eh keine Zeit habe zu Mod-Vorstellungen machen, weil. Ich auch nicht. Es macht eh nichts. Also. Ist, oder mich stört es gerade überhaupt nicht, dass ich da keine Zeit dafür habe, weil es kommt eh nichts, was jetzt, wo ich sagen würde, hey Scheiße, warum habe ich das nicht vorgestellt, ja? Thema gibt es gerade nicht. Von dem es her. Kommt ja nicht viel Gutes jetzt. Zum Beispiel, also so ein schönes
Schönes Schild, sag ich schon. Eine richtig geile Ballengabel von einem Kumpel von Max, also vom Elo Wild. Die werde ich dann noch vorstellen, wenn ich Zeit habe, also morgen wahrscheinlich. Da habe ich dann Zeit für Mod-Vorstellungen mal wieder, um die ein bisschen aufzufrischen, die ich letzte Woche sausen gelassen habe, weil ich einfach absolut keine Zeit habe. Ich verstehe nicht, wie manche andere das machen. Die machen halt nur LS17 ja. Und ich möchte eigentlich Battlefield machen, irgendwann mal wieder Mafia. Also irgendwann wollte ich auch Assassin's Creed machen. Assassin's Creed und Mafia stehen jetzt mal erst hinten an. Jetzt kommen nur noch Battlefield und LS, weil mehr schaffe ich zurzeit nicht. Ja, es ist auch privat. Wahnsinn, also ich meine, ich habe ja doch relativ viel Zeit jetzt mir genommen für eine LS zum ja. Release, aber im Moment ist echt die Zeit einfach nicht da. Ich meine, wir gehen ja beide ganz normal arbeiten, von dem eben. Her, da muss man sich die Zeit dann doch gut einteilen. Und eben. Ja, es gibt ja doch dann auch so ein paar Sachen im Hintergrund noch, die man vielleicht auch mal privat macht. Ein paar, ja. Ja. Und auch wenn es mit einem LS zu tun hat, aber man nimmt ja nicht ständig auf bei allem, was man im LS macht. Also ich bin jetzt auch gerade dran, dass ich mal ein bisschen mit dem Konvertieren anfange von der Karte. Okay. Ja, aber das kostet halt wahnsinnig viel Zeit und die muss man haben. Und ja, klar, irgendwo ja. musst du dir die dann abzwicken. Uah. Ups, fast den Waldraum mitgenommen. Ja, ist halt das, ja. Und ja, das ist schwierig im Moment, aber ich hoffe... Am kommenden Wochenende habe ich hoffentlich wieder ein bisschen mehr Zeit dafür. Kannst du bei mir vergessen. Also ja. Ich weiß jetzt schon, dass ich keine Zeit habe, höchstens am Sonntag vielleicht nur. Das Problem ist, ich habe einfach anderweitig auf meinem Kanal noch einiges vor. Zwei Produktreviews von zwei Produkten, die ich gesponsert bekommen habe, was jetzt Hardware angeht, muss ich fertig machen, schlucken extrem viel Zeit, auch wenn es gar nicht mal so... Der Wahnsinn ist, man müsste halt eigentlich einen Tag Zeit haben und dann kommt man das in einen Tag fertig machen, aber es ist eben nicht so. Ich habe keine Tag Zeit, sondern na. Ich habe eben nur eine Stunde am Tag und das dann über 10 Tage verteilt. Bleibt halt einfach nicht früh, ne? Ja, das ist richtig. Nee, von dem her, ja. Wie gesagt, die Zeit ist halt immer so das Problem bei der ganzen ja. Geschichte. Und aber ich glaube trotzdem. Also solange wir unser Multiplayer hier durchgehend schaffen, ist schon mal die halbe Miete. Das ist richtig, ja. Ich muss halt persönlich sagen, es ist einfach für mich absolut, also es gab ja Zeiten, da war bei mir YouTube als Priorität auf Stufe 1 bis 2 vom Leben. Ja. Ja, und jetzt ist es bei mir Stufe 5, 6. Also gibt es einen Haufen Sachen, die zurzeit wichtiger sind. Ja. Zum Beispiel bei mir, mein Training, Kraftsport ist mir jetzt extrem wichtig. Ernährung, mit Kumpels was machen, ist die letzten Monate extrem in den Vordergrund gerückt, weil einfach ich anhand von einem Kumpel, der vor eineinhalb Jahren verstorben ist, eben weiß, wie schnell das gehen kann und einfach meine Kumpels mit mir heilig haben. Also es ist, die werden immer vorgehen, niemals mit einem Computerspiel oder irgendeine virtuelle, ich sag mir jetzt ganz böse Kackscheiße, die Priorität eines Freundes übertrumpfen oder irgendwie sowas. Und ich habe einfach meine Kumpels, meine besten Freunde und mit denen mache ich echt viel. Dann bin ich so unterwegs, mache privat eigentlich auch einiges. Wie gesagt, mache meine Hardware auf meinem Kanal, wo ich ab und an mal Reviews mache, wo ich baue wieder PCs zusammen. Das ist auch wieder was die Woche extrem viel Zeit schlucken wird. Darf ich einen PC wieder zusammenbauen? Wahrscheinlich mache ich wieder ein Video, weil es halt echt diesmal auch wieder ein ganz schönes Budget ist. Und ja, dann hast du einfach keine Zeit mehr. Dann hast du Arbeit und Training ist halt jetzt auch viermal die Woche, 2 Stunden, kann man sagen. Dann 8 Stunden, wo du weniger Freizeit hast. Ja, das ist das. Und weil bis du kennst es mit dem Radeln von bestimmt bei dir, wenn du mal wieder aktiv im Sommer fährst. Ja, richtig. Also bei mir sind halt dann, gut, ich muss es halt dann insoweit mit YouTube dann auch runterschrauben, je nachdem. Ja. Weil dann geht halt das Ganze wieder vor. Also, und dann sind halt Wochenenden einfach komplett weg. Die sind, ja. brauche ich gar nicht zum Aufnehmen irgendwie einplanen, weil ja, da bin ich eigentlich von Freitagabend bis Sonntagabend unterwegs. Weil ansonsten für mich einfach das sich dann auch nicht lohnt, dass ich irgendwie für einen Tag irgendwo hinfahre, sondern wenn dann halt wirklich 2 Tage durch und dann Vollgas Radl fahren. Bei mir ist halt der Vorteil, ich kann dann doch wieder GoPro mitnehmen und da ein bisschen was filmen und dann
im Nachgang halt das Ganze auch wieder auf den Kanal bringen und das möchte ich eigentlich auch für nächstes Jahr machen. Das aber müssen wir von deiner sportlichen Seite, so wie du sagst. Genau, also dass mehr in den Downhill-Bereich auch reinrückt und das Ganze oder im Enduro-Bereich, dass da einfach auch mehr dann kommt und ich glaube, das ist auch ganz interessant für den einen oder anderen, nicht für jeden, auch nicht für die Hardcore-LS-Spieler, ganz klar, aber für so ein paar, die halt jetzt nicht nur den LS sehen, sondern, ups, man kann ja in Anhänger reinfallen, sondern halt auch mal ein bisschen Spaß an so Real-Life-Videos hat, glaube ich, ist das ganz cool. Würde ich im Sommer, also im Winter eher weniger, aber im Sommer so gern machen, einfach mal mit der Kamera irgendwo hier gehen und ein bisschen über ein paar Themen labern und halt dann irgendwo draußen in der Natur ein bisschen. Das ist einfach schon was Geiles. Dafür brauchst du am Wochenende dann mal deine Stunde Zeit oder eineinhalb Stunden. Ja. Ich denke mal, das lässt sich dann einrichten, aber ja, da möchtest du irgendwo auch deine Ruhe haben, ich entspannt über ein Thema reden, ja. Das dann auf YouTube dann eben hochladen und ich finde halt, das ist schon was extrem Geiles. Ja, oh, nee. Dass ich Spaß machen kann. Weil ich möchte halt mehr so dann auch Roadtrip-mäßig das Ganze eher dann in so ein Format packen, weil es sind ja doch immer wieder weitere, oder was heißt weitere Reisen, aber es geht halt doch mal für ein Wochenende dann nach Südtirol oder sonst wo man halt dann Radl fahren geht. Also von dem her, es sind doch auch längere Touren, wo man auch viel mit dem Auto unterwegs ist und ich glaube, da gibt es schon viele Möglichkeiten, dass man das Ganze ganz cool rüberbringt und vielleicht eben dann auch in so kleine Roadtrip-Videos verpackt. Aber ja, das muss halt auch vom Equipment her hinhauen und allem von dem her. Weil die Qualität soll ja dann auch stimmen. Ich will jetzt nicht da irgendein Video hinrotzen, nur dass ich ein Video gemacht habe. Das ist irgendwie nicht ganz der Sinn der Sache. Ich weiß nur, lustigerweise, damals habe ich ein Video mit der GoPro aufgenommen, wie ich mir damals fast tägliche Radeltour gemacht habe. Extrem geilem Wetter im Sommer. Das Video ist nie auf meinem Kanal gelandet. Ja. Ich habe damals keine Zeit gehabt, das zum Schneiden, habe es dann irgendwann sein lassen. Nehmen wir für den nächsten Sommer auf, dass ich da ein bisschen was bringe. Aber es wird sich in Grenzen halten, genauso wie von der Landwirtschaft mehr über Videos. Da ist heuer fast sehr wenig gekommen im Vergleich zu vorherigem Jahr, weil einfach die Zeit extrem fehlt. Ja. Einfach das Problem. Wenn ich keine Arbeit habe, mit meinen Zeiten selber regeln kann, meine Arbeitszeit, wenn ich vielleicht selber mit was Geld verdiene, wo ich mein eigener Chef bin, dann kann ich mir das vielleicht so legen, dass ich sage, okay, jetzt mache ich mir wirklich einen Tag Vollgas das und so weiter und kann mir mal echt Zeit nehmen, aber wann hast du das eigentlich nie? Also es musst schon Glück haben, sage ich mal. Da musst du schon gut verdienen als dein eigener Chef, dass du dir das leisten kannst. Einfach mal. YouTube Money regelt halt dann, ne? Ja, genau. Ja, du, wenn man 30.000 hat, dann geht das schon mal. Ja, genau. Du, wenn ich in Bangladesch wohnen darf, wahrscheinlich schon. Da hätte ich sicherlich ganz gut um drunten kommen. Ja, wahrscheinlich. Da würdest du leben wie Gott in Frankreich. Quasi. Ja. Du, jetzt übrigens was richtig Geiles, gell? Wir haben ja mal geredet, dass ich in Battlefield nicht so gut bin, wie ich dachte. Ja. 0,84er Kills Todequote, ja. Okay. Dann haben wir ich und der Maxi am Freitag oder so, glaube ich, ein bisschen zockt oder am Donnerstag. Dann waren die Runden eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Und ich schaue dann hier auf die KD und sie ist nur minimal besser. Okay. Und dann habe ich zu Maxi gesagt, Maxi, schau mal bei dir auch, vergleichen wir mal. Er hat da, was weiß ich, 0,84 habe ich gehabt, dann verbessert auf 0,88 und er hat irgendwas mit 1,12 gehabt oder so. Okay. Wie gibt's denn sowas? Wie kann es denn sein? Und Maxi sagt so zu mir, Mario, du hast schon das Kills in der Minute Hand und nicht Kills durch Tode. Was? Und ich denke mir so, fuck, was bist du denn für ein Depp? Du machst dir, also ich bin unglaublich, ich habe nie genau gelesen, dass du Kills durch Minuten stellst. Also du machst 1,12 Kills in der Minute, ja? Okay. Im Schnitt. Ja. Und ich depp, denk, das ist die KD, die ganze Zeit, denk mal, warum will ich nicht besser, bin ich echt so scheiße. Und dann habe ich eine Möglichkeit gefunden, wo ich das nachschauen kann, über diese Battlefield Companion App. Im Handy, schau noch, 1,48, Alter, ich war wieder dabei, jetzt bockt's wieder richtig. Weil wenn du weißt, du bist so scheiße und sechst ist aber gar nicht, also eigentlich spielst ganz akzeptabel. Ja. Hast aber richtig scheiß Quoten, dann denkst du,
Fuck, jetzt nervt es mir aber richtig. Ja. Weil ich bin halt doch so ein bisschen so ein Quotengeier. Ich möchte einfach, wenn ich gut bin und auch gute Quoten da stehen, eine gute KD haben. Und ich denke immer, oh, ist Wahnsinn. Ich habe mich zu aufgeregt, aber dann irgendwie auch so gefreut, dass ich dann doch gar nicht so schlecht bin. Ja, dann läuft es ja. Ja. Das, dann kann man wieder Videos machen. Dann müssen die anderen nicht schimpfen. Mario, du bist scheiße. Genau, du bist so schlecht. Ja. So wie bei mir, wenn ich GTA gespielt habe. Wobei, da haben sie recht. Also von dem her. Wobei, Rennen, mittlerweile ja. Spiele ich ja ein bisschen mehr. Also jetzt langsam werden die Headshots besser. In GTA? Ja. Ach so, aha. Habt ihr es gehört, Freunde? Er möchte mir ein Battle. Herausforderung. Ja. Also so, wenn man mal wieder Zeit hat, so einen schönen Samstagabend, vielleicht Richtung Weihnachtszeit oder so, wenn man Freiheit oder Urlaub hat, dann kann man hier mal so einen schönen Stream vorbereiten, wo man dann echt mal wieder mit 5, 6 Leuten geil GTA spielt, ein paar Stunden lang. Ja, vor allem ein paar Haste macht oder so, das wäre halt ganz cool. Was langfristig ist, das bockt einfach dann echt richtig, aber du musst halt Zeit haben und entspannt sein und der Ruhe haben, dann bockt das richtig. Ja, Rockstar hat jetzt ein paar Accounts hier mal platt gemacht, beziehungsweise auf null zurückgesetzt, die ganzen gemoddeten. Gott sei Dank höre ich da nicht zu. Also jeder, der online irgendwie Geld gemoddet hat, ist anscheinend zwangsenteignet worden, mehr oder weniger. Ja, ich bin immer der Glückliche gewesen. Ich habe einmal oder zweimal immer dann Geld zu Kisten vor mir hingeworfen gekriegt. Einer hat mir dann mal so was hingeworfen. Okay. Aber inzwischen nervt es halt einfach, weil wenn du nicht oft spielst, kannst du dir gar nichts leisten. Was bringt dir neue Fahrzeuge, wenn du es nicht leisten kannst? Und wenigstens so ein Sportwagen, der kostet dann 2-3 Mille und da musst du schon echt so diese Überfälle oder so machen, wo du dann dein Lagerhaus dann, Diebstähle, Lagerhaus dann vollrahmst und das verkaufst und ein paar Haste, sag ich mal, damit du echt gut Kohle verdienst. Ja und dann halt wieder musst halt Manpower. Genau, du musst halt einfach ein paar Leute sein, dass das auch bockt, weil mit anderen zu spielen ist halt teilweise schon sehr, sehr langatmig. Das eben. Macht nicht so Bock. Und die können es meistens nicht. Machen wir einen Heist auf schwer in GTA. Ja, das ist nicht. Ganz sportlich. Doch. Ja, aber ich glaube, bevor wir hier weiter philosophieren, machen wir mal Schluss für heute. Ist eine gute Entscheidung, würde ich auch sagen. Von dem her, ja, war eigentlich eine coole Folge, muss ich sagen. Ja. Und es geht dann am Mittwoch wieder weiter. Macht es gut, Freunde. Wir sind raus. Arrivederci. Ciao, ciao. Tschüss.